Was man gerade aktuell mit Strand machen kann, ist halt schon ein bisschen stark, muss ich sagen. Ich habe jetzt die letzten Tage ein bisschen an der Build rumgearbeitet, habe viel gespielt, um es auch wirklich gut durchzutesten, habe natürlich auch noch andere Sachen durchgetestet, nebenbei habe ich auch noch gestreamt. Könnt ihr sehr gerne mal vorbeischauen. Aber wie ihr gerade schon gesehen habt, haben die Gegner einfach keine Chance irgendwie. Sie werden alle die ganze Zeit hochgehoben, selbst die stärksten Champions halt, die normalerweise nicht dafür konzipiert sind, hochgehoben zu werden, wie zum Beispiel der Anti-Barriere-Champion. Selbst der hängt in der Luft und kann nichts machen, kann sein Schild nicht casten. Das erinnert mich so ein bisschen an Stasis, wo man noch den guten alten Handschuh hatte beim Hunter und die ganze Zeit seine großen, starken Stasis-Granaten hatte. Also mit dem, was ich zusammengebastelt habe jetzt, kann man easy schwere Sachen durchspielen. Das Gameplay, was ihr gesehen habt, war 60 Lichtlevel über meinem Lichtlevel, 1840. Ich bin jetzt 1780. Und solo damit Sachen zu machen, ist halt absolut einfach gerade. Die Gegner hängen die ganze Zeit in der Luft. Man kann gemütlich die Gegner einfach runterschießen und wegmachen. Und ich werde auch mit diesem Setup in den Day One Raid gehen. Das wird nicht überall wirklich brauchbar sein, aber ich denke mal in großen Ad-Clears oder vor allen Dingen, wenn auch große, starke Gegner kommen, wird es ziemlich nützlich sein. Ja, da würde ich sagen, fackeln wir nicht lange und gehen direkt mal in den Klassenbaum rein. Also, die neue Klasse Strang. Wir haben hier natürlich gerade nur die eine Ulti, wir haben nur eine, aber die echt stark ist. Der einzelne Angriff kann nämlich kritten. Und vor allen Dingen, wenn ein Boss gedebufft ist, kann der ganz schön geschmolzen werden mit dieser Ulti. Ausweichen haben wir Scharfschützen-Ausweichen dabei. Man kann auch das andere nehmen, aber dadurch, dass wir eh die ganze Zeit von oben runter danken, lädt sich unser Nahkampf eh nicht auf. Deswegen nehme ich halt das mit, weil das halt schneller wieder voll ist. Dann habe ich einen Dreifachsprung drin. Ist eigentlich egal. Dann unsere Fadenspitze, die wir auch immer wieder schmeißen. Weil wenn wir Gegner damit treffen, bekommen wir auch Granatenenergie zurück. Und dann haben wir die Fesselgranate dabei. Erstmal macht sie auch noch ein bisschen Schaden und fesselt halt auch die Gegner. Ich habe es halt öfters so gemacht, dass ich erst mit der Fesselgranate reingegangen bin und wenn wirklich alle Gegner in der Luft hingen, konnte ich sie erst mit einem Nahkampf, also im Nahkampf fesseln, weil vorher war es halt zu riskant, weil das Lichtlevel so hoch war. Aspekte haben wir Witwensehne. Wir bekommen eine zusätzliche Granate. Und das mit dem Hangeln, ja gut. Hangeln tun wir jetzt gerade nicht. Ist auch, glaube ich, in vielen Situationen nicht großartig vonnöten, da wenn Gegner zu stark sind und wir um die herum hangeln, oftmals eine Zielscheibe sind, sage ich mal. Dann haben wir noch fesselnder Einschlag. Das ist halt der Aspekt, dass wenn wir in der Luft sind und machen dann unsere Ausweichfähigkeit, dass wir dann von oben runter danken. Und damit binden wir auch die Gegner. Und das Binden hält auch unaufhaltsame Champions auf. Und wenn wir jetzt bei den Fragmenten reinschauen, hier haben wir einmal fahrende Abwehr. Wenn wir eine Sphäre der Macht aufnehmen, bekommen wir geflochtene Panzerung. Und die geflochtene Panzerung ist richtig, richtig stark, da wir ungefähr 60-70% weniger Schaden nehmen. Und dann nehmen wir auch Minusbelastbarkeit gerne im Kauf für. Nächstes Fragment haben wir Fahnen des Verstands. Wenn wir gebundene Gegner, also Gegner, die in der Luft hängen, besiegen, bekommen wir Klassenfähigkeitsenergie. Das heißt, wir können die Leute noch schneller dann danach fesseln. Dann haben wir fahrende Regenerierung. Wenn wir Schaden verursachen, bekommen wir Granatenenergie. Richtig strong würde ich immer mitnehmen, egal was man gerade spielt. Und dann haben wir noch Fahnen des Fortbestands, das halt alle Effekte länger anhalten. Kommen wir zum Exo, das ich spiele. Ich habe viele Exos ausprobiert. Ich habe auch das neue Exo ausprobiert. Wenn man hangelt, dass man halt dann die Panzerung bekommt. Aber irgendwie wurde ich damit nicht richtig warm. Dann habe ich noch die Kanonenschützen ausprobiert, aber das hat auch nicht wirklich was gebracht. Dann habe ich noch mit den Frosties gespielt. Da hatte ich jetzt auch nicht wirklich eine gute Erfahrung mit. Hat auch nicht viel gebracht. Aber dann habe ich mir gedacht, wenn ich doch das Ausweichen so viel benutze, wieso nehme ich dann nicht einfach den sechsten Kojoten und habe zwei davon? Denn das macht ja der sechste Kojote. Wir erhalten eine zweite Ausweicheladung. Ist für Strand
aktuell richtig stark. Und endlich hat dieses Exo auch mal einen guten Sinn, weil das lag sonst immer irgendwie nur in der Ecke rum. Und ich glaube, das Exo hat auch fast jeder von euch. Wenn man sich die Stats anschaut, habe ich 100 Belastbarkeit und dann noch Disziplin auf 85. Da will ich auch noch gucken, dass ich auf 100 komme. Ja, ist aktuell nicht so drin. Also 100 Belastbarkeit und als nächstes auf jeden Fall Disziplin so hoch, wie es geht. Dann fangen wir einfach mal mit dem Mods an im Kopf. Hier habe ich einmal mächtige Freunde drin. Einfach nochmal für den Support, dass wenn wir eine Sphäre aufsammeln, dass sich auch die von den Verbündeten die Rüstungsladung um 1 erhöht. Dann habe ich jetzt noch drin... Moment, das ist falsch. So, dann habe ich einmal drin Kinetik-Ziffern. Wenn ich schnelle Kills mit der Kinetik-Waffe mache, erzeuge ich Sphären der Macht. Ich habe Dürresammler dabei. Das ist ja eine Kinetik-Waffe. Und deswegen hier der Kinetik-Siphon. Und dann habe ich einmal Solar und Strang. Dual-Siphon. Hier ist halt auch das Gleiche. Wenn wir schnelle Todesschüsse machen mit Strang oder halt mit Solarwaffen, erhalten wir Sphären der Macht. Ich habe hier jetzt zweimal noch Solar mit drin. Arme habe ich einmal Detonationsschub. Gewährt Klassenfähigkeitsenergie, wenn wir mit einer Granate Schaden verursachen. Machen wir ja, bekommen wir dann unsere Klassenfähigkeit schneller zurück. Und dann, wenn wir Schaden mit Nahkampfangriff machen, bekommen wir Granatenenergie zurück. Den Nahkampf schmeißen wir immer zwischendurch so durch die Gegner durch, um sie erstmal zu debuffen, dass sie weniger Schaden machen. Und halt, damit wir auch unsere Granate schneller wieder bekommen. Und dann ist halt so, wenn wir halt mit Rüstung aufgeladen sind, schon ein bisschen durch ein paar Sphären, bekommen wir jedes Mal, wenn wir eine Granate schmeißen, noch etwas Granatenenergie sofort zurück. Der Granaten-Kickstarter. So, dann hier auf dem Exo hat man vorhin schon gesehen. Ich habe aufgeladen noch mit dabei. Ich habe dann eine Rüstungsladung mehr nochmal. Dann Solarwiderstand und halt harmonischer Widerstand. Also das, was ich gerade als Fokus ausgerüstet habe. Dagegen bin ich dann widerstandsfähiger. Wie kann man halt das reinmachen, wogegen man halt jetzt demnächst kämpft, wo man weiß, okay, da sind diese Gegner drin, die machen Solarschaden oder leere Schaden, nehme ich was anderes mit. Man könnte natürlich jetzt auch noch hier was reinnehmen und auf die Rüstungsladung verzichten, ist halt nur optimal. Aber gut, ich habe es jetzt so. Und dann die Schuhe. Hier habe ich einmal Innovation dabei. Wenn wir eine Sphäre der Macht aufheben, reduziert sich die Granatenabklingzeit. Dann noch einmal Absolution, dass wir dann alle Fähigkeiten ein bisschen verringerte Abklingzeit haben. Das deckt sich auch miteinander. Und dann nochmal, wenn wir... Also schon besser. Wenn wir eine Sphäre der Macht aufnehmen, regeneriert sich unsere Gesundheit. Und auf dem Klassen-Item habe ich aktuell Verteilung. Wenn wir unsere Fähigkeit einsetzen, also unsere Ausweichfähigkeit, auch wenn wir von oben runter danken, reduziert sich die Abklingzeit aller Fähigkeiten. Dann habe ich noch Allzweck-Kickstart. Wenn wir Rüstungsaufladung haben und benutzen unsere Ausweichfähigkeit, bekommen wir auch, wie beim Granaten-Kickstarter, etwas Energie direkt zurück. Und dann habe ich hier noch Bomber, wenn wir dann unsere Klassenfähigkeit einsetzen, dass unsere Granate auch nochmal etwas mehr Abklingzeit hat. Ja, dann Waffen. Habe ich jetzt gerade Dürresammler dabei und jetzt zum Beispiel Kalos Mini-Tool. Und Heserache als Granatwerfer, da kann man aber viele verschiedene Sachen auf jeden Fall spielen. Ich würde aber auf jeden Fall einen Granatwerfer empfehlen, da man einfach nur in die Gegner reinschießen muss und die meistens ja auch auf einen Platz hängen, klingen die Gegner dann halt ziemlich gut um. Man kann auch noch ein Fusionsgewehr nehmen, das geht auch. Und ja. Also das ist mein Strange-Bild, wie ich es gerade spiele. Es gibt noch zwei weitere, die ich mir abgespeichert habe. Aber das ist das Ding, was ich euch auf jeden Fall schon mal zeigen wollte, weil ich werde mit dem auf jeden Fall unter anderem im Day One reingehen. Einfach, wenn ich merke, okay, es sind viele Gegner, die gehen mir alle auf den Keks, dann halte ich die einfach in der Luft und gut ist. Und vor allen Dingen macht es einfach auch Spaß. Der Dim-Link dafür ist auch nochmal für euch dann in der Beschreibung drin. Da könnt ihr euch das rauskopieren. Auf dem auch abspeichern, ausrüsten und dann könnt ihr dann auch, wenn ihr es ausgerüstet habt, einfach hier abspeichern, habt es dann auch in-game abgespeichert. Ja gut, dann euch auf jeden Fall noch eine nette Zeit in Lightfall. Wir werden uns jetzt demnächst nochmal wiedersehen auf jeden Fall. Schaut gerne auf Twitch vorbei. Könnt auch gerne in meinem Discord vorbeischauen, auch wenn ihr vielleicht auf der Suche nach einem Clan seid. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.